Liebe Freunde und Gothic-Fans, in Nacht des Raben, Nostalgic Edition, willkommen zum zweiten Teil. Ja, nachdem wir hier mit Cavallon die Banditen ausgemerzt haben, befinde ich mich jetzt auf dem Weg nach Corinius in die Stadt. Dann kann ich schon mal auf jeden Fall schon mal ein paar Kräuter und Dunkelpilze sammeln und all das, was förderlich ist, um überhaupt in die Stadt hineinzukommen. Oh, weia. Auf gar keinen Fall ist ein Junger oder ein Wolf für mich förderlich. Weil der wird mich... Ach nee, ich habe ja einen Wolfszahn. Das dürfte doch nicht gehen. Oder irgend so ein Wolfsmesser. Ach, ein junger Wolf. Oh, der hat mich ja schon ganz krass gebissen. Gucken, ob er... Ach, weißt du was? Ich werde ihn erstmal mit dem Feuer... Pfeil erstmal ein bisschen anschwächen. Oder auch nicht. Vergessen, Mana zu essen. Oh, Leute. Ja, das kann passieren. Was haben wir denn als Mana-Pflanzen? Feuernessel. Oh, nur eine Feuernessel. Das ist übel. So. Euer Pfeil, junger Wolf und, ah ja, sehr schön. Wirst du jetzt wohl die Waffe ziehen und den Wolf einen übers Fell hauen? Danke sehr, super klasse. Wow. So, Heilkraut und Heilpflanze. Wurzelball. Ja, ja. Bei diesem dichten Gewächs hier werde ich öfter mal in die Ego-Perspektive umschalten müssen. Wie jetzt zum Beispiel. Oh, ich kann nur hoffen. So. Hier gibt es ordentlich Zeug. Und da unten ist wieder ein Wolf. Auweia, auweia. Das nicht. War der Wolfgang? Da unten ist der Wolfgang. Ah, den werde ich dann genauso eliminieren wie den eben. Und zwar mit gar nicht, weil ich kein Mana-Zeug habe. Übelst. Aber dafür haben wir Dunkelpilze. Noch nicht. Doch, ich habe einen Mana-Trank. Ja, ich habe Mana-Tränke. Sehr gut. Dann brauche ich das Risiko ja nicht eingehen. So, was haben wir denn? Erstmal speichern. So, haben wir denn noch Feuerpfeile? Haben wir noch. So. Wo ist er denn jetzt? Kleine Blutfliege, junger Wolf. So, Feuerpfeil abschießen. Wolf einen auf die Omme kloppen. Ha. Noch nur so wenig Erfahrung. Und ich habe kaum noch Lebensbonus. Ja. Knurps, 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 knurps. Ah, ein Schrein. Ein Schrein. Ah, Blauflieder, sehr gut. Hier gibt es Wasser, hier gibt es Gold, hier gibt es Äpfel, hier gibt es eine lecker Fischsuppe, Blauflieder, noch eine lecker Fischsuppe. Und man könnte hier an der Innos-Statue beten. Die ist bestimmt teuer. Beten, Regeneration erbeten. Aha. Kosten 100 Lernpunkte und 30.000 Gold. Na, das ist ja toll. Und das ist noch die alte Option. Alles klar. So. Sodass ich kaum oder gar kein Gold habe. Nämlich nur 150 Goldstücke. Ich könnte es machen, aber ich brauche auch andere Sachen. Die muss ich auch irgendwie erbeten, sage ich es. Die muss ich auch noch kaufen. Zum Beispiel Rüstung, Waffen, Blutfliegen. Da sind Blutfliegen, hey. Bevor ich das mache, speichere ich.
Na, sollte schon mich wittern. Ja, nicht alle drei. Na, komm an, Blutfliege. So. Nächste ist zu holen. Ich versuch's mal mit dem Bogen. Oh, cool. Das ist ja eine gute Überraschung. Nichts zu plündern. Okay, das sind ja nur kleine Blutfliegen. Die sind ja überhaupt nicht irgendwie gefährlich. Oh, wieder was Neues. Mein Glück, dass er mich nicht verfolgt hat. Ja. Ich gehe jetzt schlafen. Weil mir ist das zu dunkel hier. Und zwar in der Banditenhöhle werde ich jetzt eine Runde schlafen. Dann gucken wir mal weiter. Bis dann unten beim Bauernhof Neues gibt, falls es was Neues gibt. So, in der Banditenhöhle haben wir auch ein Bettchen. Und mal gucken, was haben wir denn hier für Schlafoptionen? Bis zum nächsten Morgen, bis mittags, bis zum nächsten Abend schlafen, bis Mitternacht schlafen, bis zum Morgengrauen schlafen. Aha, was bedeutet denn das? Bis zum Morgengrauen schlafen. Ich weiß nur, dass der Morgen graut. Also, 19.51 Uhr. Mal gucken, was Morgengrauen heißt. Das heißt also 4 Uhr nachts oder früh, 4 Uhr in der Früh. Was heißt das? Heißt das, dass es noch dunkel ist da draußen? Das sieht so aus. Ach, deswegen. Ah, wir können in die Sterne gucken. Ups. Nee, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu dunkel. Bisschen zu dunkel. Aber da hinten graut dem Morgen ja schon. Okay, lassen wir es so. Eine gute Gelegenheit, frische Kräuter zu pflücken. Falls es hier welche gibt. Und ein paar Schafe zu schlachten. Nein, mache ich lieber nicht. Bin tierlieb. Ups, bin geblieben. Hier gibt es Feldrüben. Also ich mache das immer so. Das ist noch nach alter Gothic-Tradition. Immer erst alles einsammeln, weil die Dinger ja schon wie für die Quests da sind. Und bei den Modifikationen ist es so, dass die Sachen für Quests erst dann gespawnt werden, wenn die Quest überhaupt angefangen ist. Also das heißt, also wenn ich die Feldrübe schon vorher habe und gleich kommt diese Feldrüben-Quest. Na Gott, dann habe ich ja drei Fliegen mit fünf Klappen geschlagen oder wie oder was. Ah, da wacht jemand auf. War nicht Hilda da hinten drinne oder irgendwer mit H? Ah, das ist auch wieder Jahre her, dass ich diese Mod, das ist keine Mod, Nacht des Raben gespielt habe. Habe ich sie eigentlich bis zu Ende gespielt? War, hey, ups. Fremder! Du kannst froh sein, nicht vor drei Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ja, was will ich denn hier? Ich wurde in den Bergen vom Banditen überfallen. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. Ich brauche bessere Ausrüstung. Ich muss weiter. Ah, ich sag mir mal, dass ich auf dem Weg in die Stadt bin. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Das heißt, ich brauche Bauernausrüstung oder sowas. Ich wurde von in den Bergen von Banditen überfallen, ist noch da. Also werde ich die Option auch mal machen. Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Ja, die haben wir ja... Genau, richtig. Die Banditen haben wir ja dezimiert. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot?
Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Oh, hier habe ich Wein gekriegt. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir hier nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Na, siehste. Wo finde ich Lobert? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Oh, oh, oh. Ja, wer liegt denn da rum? Vino. In Vino Veritas, na, den wecken wir mal. Verdammt, was ist denn los? Ja. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Na ja. Mal gucken, ob es Neuigkeiten gibt. Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Ich hätte schwören können, vor 2 Tagen einen Ork drüben am Waldrand gesehen zu haben. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Ja, das mache ich auch immer. Ich will in die Stadt. Und? Kannst du mir was Interessantes über die Stadt erzählen? Nö. Aber Marlet ist von Zeit zu Zeit mal in der Stadt. Vielleicht weiß er was. Ich meine, was dich interessiert. Naja, ich glaube, ich habe Marlet ja deswegen schon mal gefragt. Ah, verdammt, was ist... Ja, okay, nee. Ist ja schon passiert. Gibt's hier irgendwas zu knacken, zu looten, zu holen? Gibt's hier irgendwas... Ja, oh, Lederbeutel hier. Wo? Da. Den hat man gar nicht so gesehen. Oh, da ein Lederbeutel. Da ist bestimmt Gold drin. Ja, da wird Gold drin sein. Ja, das ist mein zweites Ich. Mein unnamentliches zweites Ich. Ja, gucken wir mal erstmal draußen in die Sonne hinein und schauen mal, was in dem Lederbeutel so steckt. Ja, 50 Goldstücke, das ist doch cool. Oh, ein unsichtbares Schaf. Ja, das ist dem Renderer geschuldet. Na, wer wacht denn da auf? Ich höre eine Frauenstimme. Was ist los? Ein Weib. Kommt sie von hier? Wer hat dich denn eingeladen? Mach, dass du aus dem Haus kommst. Hier gibt's keine Almosen. Nee, will ja auch nicht. Hallo Hilda, komm. Red mit mir. Ordentlich. Was? Genau. Hast du was zu essen für mich? Nur wer hier arbeitet, bekommt auch was zu essen. Ja, wer hier arbeitet. Gut, okay. Das ist nett. Lobert, da ist er. Verdammt, was ist denn los? Jo, Alter. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Ach ja, für die Bauern, für den König. Ich verstehe nicht, was er meint. Ich verstehe nicht. Was? Verarsch mich nicht, Junge. Ich will wissen, wo du stehst. Also, für wen bist du? Oh, weia. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Für die Bauern? Also er ist auch selber Bauer. Da bin ich für die Bauern. Für die Bauern. Ha! Oh na, dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Was ist hier eigentlich los? Ich brauche für einen... Okay, mach mal weiter. Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Das ist auch richtig so. Aber wer ist denn dieser Ona? Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt.
Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann sie nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Ha, was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Jetzt fragen wir ihn mal zurück hier. Für wen bist du denn, den Bauern oder den König? Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Ja. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Und was? Du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Meine Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Na, das klingt ja nach einem Deal. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. So, also habe ich schon all seine Rüben gezupft. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Oh Gott. Er soll mir einen besseren Preis für die Klamotten machen. Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Was, nur 10 Goldstücke weniger? Hast du sonst noch was? Okay. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 50 Goldstücke. Oh, 50 so. 50 Goldstücke. Mhm. Ist mir noch zu teuer. Ist mir noch zu teuer. Wie du meinst. Okay. Desto mehr ich da für ihn schufte oder arbeite, desto geringer wird der Preis, meine Vermutung. Los? Ja, Hilda, ich habe eine Frage. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Hast du was zu essen für mich? Hier, nimm. Bist ein guter Kerl. Sehr gut. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Machen wir das mal. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Nein, nein. Okay. Dann wollen wir mal Richtung Händler gehen. Am Fuße der Stadt. Wo soll denn das sein? Ich weiß noch, wo das war. Gehen wir mal hier runter. Herrlich. Ach, da unten ist er ja. Stimmt ja. Ach Gott. Nostalgie-Erinnerung. Kanter, exakt. Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht?
Du stellst Ohr an. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Na, was willst du mir denn anbieten, du Heinz? Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Tja, da ist doch bestimmt ein Haken an der Sache. Da ist doch ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. Wie kommst du in die Stadt? Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach erzählen, ich hätte den Passierschein verloren. Ah ja, also mir ist er nicht ganz geheuer. Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir, jetzt. Einfach so? Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung? Ja, okay. Let's make a deal. Klar. Immer her mit dem Wisch. Hier. Sei vorsichtig damit, er ist sehr wertvoll. Eins noch. Denk nicht einmal darüber nach, dein Wort zu brechen. Als Händler habe ich einen sehr großen Einfluss in der Stadt. Es würde dir nicht bekommen, glaub mir. Naja. Ich muss weiter. Von mir aus. Jetzt muss ich aber erstmal ins Logbuch gucken, weil eine Pfanne für Hilda, wie viel Geld hat sie mir denn gegeben? Das hat sie nämlich hier nicht geschrieben. Oh. Na, 220 Gold. Erstmal fragen hier. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. So, da ist eine Pfanne. Wie viel will er haben für die Pfanne? 20. Okay. Was haben wir hier? Schlacht um Varant. Kostet 750. Ansonsten irgendwas Interessantes hier. Feldrübe. Amulett der Geisteskraft. Kostet auch 700. Ja, okay, die Pfanne haben wir schon mal besorgt. Okay. Ich muss weiter. Von mir aus. So, das machen wir alles nur für Hilda. Schön hier, ne? Ah, und die Schafe. Die laufen auch nicht weg. So, da wollen wir mal gucken. Wenn wir Hilda nämlich noch einen Gefallen tun mit der Pfanne, das. War denn? Ach, hier ist nochmal ein Buchständer. Hallöchen. Buchkommode. Lesen. Die Insel. Okay. Alles gut. Das ist nur so ein Groschenroman. Da ist Hilda. Oh, was steht denn da? Eintopfrezept. Mal klaue? Okay. Was steht denn auf dem Eintopfrezept? Ach, hier ist der Passierschein. Mal gucken, was da drauf steht. Diese Urkunde berechtigt seinen Besitzer, sich auf unbestimmte Zeit in den unteren Vierteln von Grines aufzuhalten. Larius, königlicher Statthalter. Gut, dann, was haben wir denn für lecker Rezept? Geöffnete Botschaft. Oh, Feuer. Ich habe eben gesehen, die geöffnete Botschaft. Na, das ist nicht gut. Eintopfrezept. Zutaten für einen Eintopf. Es reicht etwas gebratenes Fleisch, eine Flasche Wasser, gut umrühren, danach genießen. Das Ganze soll natürlich im Kochtopf oder Kessel zubereitet werden. Dieses Gerät ist wohl das weit bekannteste, was es in Korinnes gibt und schmeckt auch lecker. Uah, das ist aber fade. Hey, du. Hier ist deine Pfanne. Gut, dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Die taugt schon was. Die ist nämlich von Sillet Billet. Ach ja, die Hilda. Sodela, rüber zu Lobart und nochmal ein bisschen falschen wegen der Klamotten, die ich mir jetzt auch kaufen werde. Hey, du! Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht.
Dank dir sind wir sie jetzt los. 40 Goldstücke. Na siehste. 40 Goldstücke, also 10 weniger als eben. Gib mir Arbeiterkleidung. Ja, okay, 40 Stück. Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Ja, okay. Das wissen wir schon. Also, ich darf jetzt an seine Truhe ran. Die sich... wo befindet die sich? Die müsste doch irgendwo hier sein, richtig. Die soll auch nur das nehmen, was wirklich... Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. So, da wollen wir mal die Klamotten anziehen, ne? Was haben wir denn hier? Lumpen hatten wir zuerst an Bauernkleidung. Zack, so, jetzt sehe ich mal ein bisschen ordentlicher aus. Schön. Schön, 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 schön. So, die Leute auf dem Hof fragen. Oder die Kumpels hier, die anderen Bauern, Knechte. Bauer, das ist nur Bauer. Warte mal. Der Aufstand von Ona wird noch schwere Folgen haben. Ich halte mich lieber aus der Sache raus. Okay, okay, okay. Noch ein Bauern. Okay, das sind diese Bauern, die nichts zu sagen haben. Aber hier, unser Vino. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobert als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Aber von mir hast du das nicht, klar? Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Außer dem, was ich dir erzählt habe? Nein. Okay. Wen haben wir denn noch? Ach, da hinten sind Blutfliegen jede Menge. Wo gibt's denn noch mehr Bauern? Ach, da hinten, auf dem anderen Feld bestimmt. Na. Ah, da hinten sind auch wieder so gefährliche Biestertjes da. Feldräuber. Oh, was wimmelt hier nur so von Feldräubern? Mann, oh Mann, oh Mann. Da unten steht, ach ja, da steht der Pirat. Na, den spreche ich mir mal nicht an. So, gibt es denn hier keine anderen Bauern? Da oben ist ein kleiner Steinkreis. Da könnte man auch mal sich hinbegeben. Weil da gibt es bestimmt was zu pflücken. So, das ist ein Lagerfeuer, welches kein Lagerfeuerbeschriftung über hat, drüber stehen hat, weil da kann ich auch nichts braten. Hier gibt es bestimmt irgendwo Getier. Oder? Ja. Uah, genau, richtig. Ich gegen die ankomme? Fragezeichen. Nein. Versuchen wir es hier mal mit. Erstmal mit komischen Dingen. Man muss ja immer probieren, ne? Oh. Ist das ein Zufall oder? Nichts zu holen. Oh, das ist ja cool. Also kann ich die doch schon natzen. Nichts zu holen. Okay. Das ist schön. Ach, was? Lederbeutel. Lederbeutel, Lederbeutel. Immer gut. 25 Goldstücke. Schön. Schalter. Und dann? Da gibt es einen Schalter. Gibt es ja noch irgendwo anders einen Schalter? Feldknöterich. Ah ja, ich habe gelesen, mit dem Feldknöterich ist es auch so eine Sache. Da soll auch irgendwas Besonderes mit sein. Teurer oder billiger oder... Ah, ich habe jetzt den Kontext leider vergessen.
Einfach mal in den Beschreibungen nachgucken. Also von dem Spiel, welches runterzuladen ist. Und mal gucken, was essen wir denn jetzt mal Leckeres. Machen wir hier diesen Eintopf, diesen leckeren. Da siehst du. Das gibt auch Mana-Bonus. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. So. Speichern. Oha. Was haben wir denn hier? Schöne Senke. Mit Pflanzen. Jede Menge Pflanzen. Das ist gut. Mal schön looten. Und da hinten kann ich noch schon ein bisschen die Stadt sehen. Von hier aus. Die Dächer. Oh, eine Steintafel. Wir haben also noch eine Steintafel entdeckt. Wie viel denn? Moment mal, das ist ja die erste. Ach ja. Die hier. Das kann ich nicht lesen. Ach nee. Dann lernen wir es mal. Irgendwann mal. Goblinbeeren, hervorragend. Das gibt Geschicklichkeitsbonus. Nicht sofort essen, sondern irgendwann mal die Fähigkeit besitzen, permanente Tränke brauen zu können. Aber das, was erzähle ich denn da? Das weiß doch bestimmt jeder Gothic-Fan überhaupt. Ach ja, schöne Aussicht hier aufs obere Viertel. Mhm. Ja, ja. Wolltest du mal ins Log gucken, welche Missionen wir erfüllt haben? Ja genau, Pfanne haben wir, die Rüben ziehen, Lobats Arbeiterkleidung hervorragend. Zugang zur Stadt Korinis, dir Wassermagier. Okay, das kennen wir schon. Weiter geht's. Also, wenn ich denn schon Welträuber killen kann... Oder Junge, besser gesagt. Das sind Junge. Ja, gut, okay. Dann könnte ich ja zurück zur Höhle bei Xardas dort die Feldräuber natzen. Aber das sind bestimmt keine jungen Feldräuber. Mein Gott, wo sind denn die anderen Jungs vom Hof? Ist das nur Vino? Ich kann mich erinnern, da waren doch noch mehr. Ja, 10.17 Uhr, das ist doch eigentlich spät genug, dass jeder hier auf dem Feld arbeiten müsste. Ich verstehe das nicht. Das ist wie nun mal wieder ein bisschen unsichtbar. Ach so, übrigens, wenn das passieren sollte, dann machen wir Folgendes. Erstmal Spiel speichern. Genau richtig. Oder nochmal neu laden. Dann wird er wieder sichtbar. Das hier nur so nebenbei, falls jemand mit dem Renderer 17.6.4 spielen sollte, so wie ich. Ja. Auf dem Weg in die Stadt. Nee, ich nehme meinen Bogen. Oh. Also. Blutfliegen? Ja, die kleinen Blutfliegen, die lassen sich sehr schnell. Da ist nichts zu holen. Mit dem Bogen eliminieren. Und da ist so ein Typ, ne? Der ist mir dubios. Den gehe ich erstmal aus dem Weg, ne? Er hier. So, später werden wir mal sammeln. Räuterches sammeln und sowas. Erst nochmal hier. Habe ich überhaupt mein... Jetzt habe ich sie gezogen. So, ist das auch ein kleiner? Ja, ist auch ein Junge. Jo! Abenteuer, Action! Gothic 2 garantiert dieses. Hier. Oh! Oh, weia! Da bin ich jetzt in was gelaufen, liebe Leute.
glaube, ich hau ab. Zu heikel. Das ist mir zu heikel. Könnt ihr jetzt P drücken? Okay. Das war für den Hotkey für Mana. Oder Heilung. Weil ich habe ja 6 Heiltränke. So, lala. Okay, Heilpflanzen 19. Aufpassen, dass ich nicht zu viel esse. Aber ich brauche ja noch welche für Constantino. So, auf ein neues die Riesenratten erledigen. Was denn? Okay, beide kommen auf mich zu, was ich nicht so prickelnd finde. Aber dafür habe ich jetzt schon eine angeschlagen. So, andere Riesenrate und Schuss. So wie ich das mitkriege, jawohl. Hat es. Oh, Fleisch. Fleisch. So, schauen wir mal, was gibt's denn hier in der Ecke? Oh, ist das dicht hier. Ja, der Burggraben. Oh, hier gibt es aber viel Zeug. Ah, das werde ich später mal alles looten. Also, wir sind vor den Toren Corines. Schauen wir mal. Halt! Halt! Bist du einer der Knechte von Lobards Hof? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin noch nicht lange bei Lobard. Was willst du in der Stadt? Oha. Ich muss zum Anführer der Paladine. Ja, bevor wir das weitermachen, dann bedanke ich mich, dass ihr auch diesen zweiten Teil angeguckt habt. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar, Kommentare und schaltet auch nächstes Mal wieder ein für die Nostalgic Edition Gothic 2, die Nacht des Raben. Danke mich. Ciao.